morgendliches Chaos. Kaffeewasser ist aufgesetzt. Handtücher trocknen. Und ich bin heute ein bisschen eher aufgestanden, weil ich den Sonnenaufgang aufnehmen wollte. Jetzt mache ich noch gemütlich Frühstück und dann so langsam los später. Das macht doch bestimmt auch Spaß beim Sonnenaufgang. Naja gut, der ist schon ein bisschen her. So, schönen guten Morgen nochmal nach dem Sonnenaufgang heute früh. Ich bin jetzt um 8 gestartet, hat ein bisschen länger gedauert, ich habe noch gemütlich gefrühstückt, meinen Platz ordentlich sauber gemacht, Feuerstelle beseitigt. Jetzt geht's weiter, erstmal Richtung Wolgast über Karlshagen. Was eine Heide habe ich jetzt auch schon hinter mir. Erst 10 Kilometer, also circa weg. Ganz gemütlich heute. Sonniger Tag, bestes Wetter. Kein Wind. Herrlich. Mölchow. Mal wieder ein Stück Schotterstrecke. Muss ja auch mal sehen. Wolgast erreicht. Haben sie eine schöne Umfahrung gebaut von Wolgast Stadtzentrum. Sehr schön. Aha. Der Radweg kommt hier beim Carwash raus. Interessant. Schön hier vorne weiter. Sehr merkwürdige Führung hier. Wusterhausen.
Also keine schöne Strecke hier zwischen Wolgast und Greifswald. Ich wollte nicht den Ostseeküstenradweg fahren, sondern die kürzeste Distanz. Kann man vergessen. Es ist zwar Radweg fast alles, aber der Krach nervt von den Autos. So, hier an diesem herrlichen Fleckchen in, wie heißt das hier, Chemnitz, mit K, mache ich erstmal ein Päuschen, kleine Hütte hier, unten geht ein Bächlein lang, sehr schön hier. Rechter Hand jetzt die dänische Wieg. So ein Ausläufer von der Ostsee, eine Bucht. Greifswald ist erreicht. Mit der Wieg hier durch so einen Stadtpark oder ländliches Gelände. Oh, Greifswald erreicht. Holzklappbrücke in Wieg. Sind touristische Getümmel hier. Und hier noch ein paar schöne alte Boote. Ich werde jetzt erstmal mich in den Ort begeben. Ein bisschen gucken. Und dann mal schauen, wie wir weitermachen. Noch kein Plan bis jetzt.
Da bin ich schon wieder vor den Toren Greifswalds. War ein ganz schönes Gewusel durch die Stadt, aber jetzt sind wir wieder on the track. Groß-Petershagen. Ich bin jetzt in Bremerhaven. Ganz kleine Nester hier. Aber gute Straße. Und brütend warm ist es. Tachothermometer zeigt 33 Grad. Drüben ist die Ernte wieder in vollem Gange. Ja, so eine Pisten gibt es hier auch. Kannst du nicht schneller wie 15 fahren. Stoltenhagen. Ab hier denn wieder ordentliche Piste. Irgendwo im Nirvana zwischen Greifswald und Stralsund habe ich jetzt endlich ein Rastplätzchen gefunden. Schlängel mich hier so durch die verschiedenen Orte durch. Ja, größtenteils Asphalt, ein Stück Schotter. 2-3 Kilometer waren das. Jetzt erstmal was Kühles trinken. Ist ganz schön warm heute. Ja, ich wollte eigentlich noch bis hinter Stralsund kommen. Na, mal schauen. Und ich erreiche Elmenhorst. Eingeschränkter Winterdienst hier steht dran. Naja, brauche ich gerade nicht. Und Kettenöl brauche ich bald. Durch den Regen die paar Tage davor. Nachts hat es die Kette ein bisschen ausgewaschen. Kackemehl. Da waren wir doch schon letztes Jahr mit Sven in Kackemehl.
Na, dann sind wir da bald in Stralsund. Volle Ladung von dem Zeug ins Gesicht gekriegt, von dem Staub, von dem Mähdrescher. Hansestadt Stralsund erreicht. Naja, endlich. War ja ein Kampf hier rüber. Bei der Hitze noch. Aber man, nur haben wir es geschafft. Sehr schön. Da geht es hier durch die Kleingartenanlagen in Stralsund. Ab von der Straße, sehr schön. So, Kettenöl in Stralsund bekommen. Kette gleich geölt. Jetzt geht es weiter Richtung Kron. Kron erreicht. Mein erstes Zwischenziel, weil hier gibt es nämlich eine Ladestation für E-Bikes mit Schuko-Steckdosen, die frei zugänglich ist. Da will ich meine Powerbank und alles andere mögliche laden. Ich werde jetzt also erstmal eine längere Pause denn machen und danach dann irgendwo ein Plätzchen zum Schlafen suchen. Aber ich melde mich dann später nochmal. Jetzt im Kron an der E-Bike-Ladestation lade ich erstmal Handy und Akkubank auf, Powerbank. Und dann werde ich mir nachher Richtung Darßer Hinterland ein Plätzchen suchen. Hier ist die Kirche vom Kron. Naja, sieht man hier richtig durch den Baum. Oben noch. Drüben gibt es eine gute Fleischerei. Und da ist mein Radl. Falls noch jemand Interesse hat am Fußball, der SV Pronavik sucht noch Spieler. Also ran, Leute. Nach 2 Stunden Ladezeit oder ein bisschen über 2 Stunden geht es jetzt weiter. Auf Quartiersuche Richtung Klausdorf erstmal. Ich verlasse gerade Pron. Hat sie jetzt angenehm abgekühlt. Vorhin war ja nicht auszuhalten, die Hitze. Oh, das war ein Tag heute, aber schön trotzdem. Oh, rechter Hand. In der Bodden zu sehen. Strelasund müsste das sein. Da hinten Rügen. Und ich fahre hier vorne dann an der Küste entlang weiter. Diesen Weg folgend. Klausdorf. Das ist jetzt Hohendorf.
Das ist jetzt Bisdorf. Bin ich letztes Jahr mit Sven in entgegengesetzter Richtung alles abgeradelt. Kinnbackenhagen, der tollste Name hier. Sieht herrlich aus, wie die Sonne sich spiegelt im Wasser. Wunderbar. Langsam Zeltenplätze zu finden. Viel ist nicht mehr bis zum Sonnenuntergang. Wunderbar hier zu fahren. Keine Menschenseele. So, nach getaner Arbeit, waren glaube so um die 120 Kilometer heute, ein Sieger wie ein Holsten heute. Ich hoffe, das schmeckt mir. Und zisch, jawohl, alles in den Helm rennen. Prost! Oh, naja, ganz kühl ist es nicht mehr. Ich werde jetzt noch den Sonnenuntergang genießen und mich dann langsam hier herrichten mit meinem Quartier. Leicht ablandiger Wind, hoffe, es wird nicht zu frisch. Naja, wir werden sehen. Also schön wie heute früh der Sonnenaufgang ist der Sonnenuntergang jetzt nicht. Da haben sich ein paar Wolken davor gesetzt. Aber trotzdem schön. Weg ist er. Schimmert nur noch ein bisschen rot durch. Da schippert noch einer mit seinem Segelkahn. Muss auch schön sein. So bei Abendsonne. Der untere Teil der Sonne zeigt sich jetzt wieder. Ganz leicht. Zoom's mal ran. Mal sehen, ob ich es stillhalten kann einigermaßen. Ein genialer Platz. Ich musste mich jetzt schon ins Zelt verziehen. Hier ist die totale Mückeninvasion. Also so viele Mücken auf einen Haufen habe ich noch nicht gesehen. Wahnsinn. Bisschen, ob man sie hier an Gase erkennt. Wahrscheinlich nicht. Da ist so ein Vieh. Aber von außen, zum Glück. Ja, wir den Abend wohl drin verbringen müssen. Und mit Kochen ist auch nicht mehr so viel. Gibt es heute kalte Küche. Na, ich sag schon mal gute Nacht. Bis morgen dann. Ciao, ciao.